Hier kommt der andere. Ihr blutet, ehe ich euch unseren Spion finden lasse. Gesagt, ihr sollt vorsichtig sein. Hast du Mut, den Mitarbeiter zu verlieren? Mein nächster Schritt ist... Schurken! Eine Gewalt. Oh, ja, in der ersten Ehe.
Ihr seid genau zu... Hier. Ja, der mit Viper sprach. Folgt mir. Ich habe euch Edriel Atrin. Das war's. Ich lasse nach der Wache schicken. Die Wache weiß, wie man mit euresgleichen fertig wird. Dies ist... Assassine. Sieht aus, als habt ihr euch um unseren Spion. Hat sie das, ja? Noch nicht, doch das werde ich. Meister Fovis, offenbar sprach euer Gehilfe unaufgefordert. Nein, Gnade, bitte. Wenn ihr sicher seid, Assassine, dann tut, was ihr müsst. Nein, zuerst müsst ihr mich erwischen. Es ist schwierig, Helfer zu finden. Schade, dass ihr einen von den Guten töten musstet. Wie bitte? Ihr seid ein Kopfgeld schuldig. Ich schätze, ihr könnt jetzt gehen. Lasst das Gejammer. Kopfschmerzen entschuldigen keine schlechten Ergebnisse. Ihr seid Teil des Hauses Telvanni. Findet ein Heilmittel und macht weiter. Ah, mein Kopf. Balva schickt irgendeinen Lakaien mit meiner Tinktur. Wird auch Zeit. Dieser faule Trottel konnte sie nicht einmal selbst bringen. Braucht ihr etwas? Ha, gut, Zauberweberin. Wenn ihr uns die Ehre erweisen und den Beschuldigten zu uns holen würdet.
Ihr könnt mir gar nichts befehlen, Altgebundener. Doch meine Pflicht verlangt, dass ich den Übeltäter rufe. Was? Wie? Nein, das ist ein Fehler. Nicht einmal den Mumm, das Gift selbst zu überbringen. Gut. Nun, jetzt? Hört mit diesem unnötigen Gehabe auf, Laro. Kümmert euch hier rum und lasst es hinter euch. Gut. Ich kümmere mich darum, Zauberweberin. Aber lasst mir etwas Zeit, um diesen Moment zu genießen. Sterblicher, warum tragt ihr das Mal des großen Sterbliche? Da gibt etwas, es etwas, ich würde mich lieber wie ich schon bin verhöhnt ihr mich? Ja, doch es ist meist äußerst ein. Was für einen schrecklichen Lärm, ihr sterblichen Mann. Wo kommt das her? Sterblicher, lasst mich euch helfen. Nein, bleibt zurück! Ich muss aufwachen. Ich muss...
Ich war... Albträume. Das klingt durchaus nach Fürstin Vermina. Wir sollten dieses Gasthaus zum grünen Glasit untersuchen. Sind Dörfer der Sterblichen immer so verwüstet und stehen in Flammen? Hier, Sterblicher, lasst Apokryphe eure Feinde zerschmettern. Enttäuschend. Ein weiterer Name, der mehr verspricht, als er hält. Ach nun, Meisterin Shalreni. Kennt ihr diese Sterbliche? Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Die Traumschnitzer planen, Apokrypha anzugreifen? Ich ging davon aus, natürlich tut er das. Torbogen hier. Wir müssen wohl tiefer hinein. Dachlicher, lasst mich euch helfen.
Apokryphe für eure Feinde zerschmettern. Malachit, Vulkanglas, das unter den richtigen Umständen Magika absorbiert. Dachte ich ab. Lasst mich euch helfen. Zerschmettern. Ein Torbogen. Er ist nicht aktiv, doch ich spüre noch verfliegende Energien von Apokrypha in der Luft. Er muss sich erst vor kurzem geschlossen haben. Seht euch um. Wir brauchen Informationen, bevor ich versuche, das Tor zu aktivieren. Das ist schlecht. Wenigstens haben wir die Anrufung, die wir brauchen, um das Tor zu aktivieren. Widersprüche kleben an den Werkzeugen wie leeren Zecken an den Tentakeln. Wir haben Hab ich die Falsch. Seid bereit, Sterblicher. Wie lautete die Anrufung? Ach ja. Beim siebten Umbra und den trostlosen Sprachen bitte ich um die Öffnung schreiendes Kefalia. Staunet Apokrypha. Seht nicht nach oben, Sterblicher. Soweit ich weiß, findet eure Art unseren Himmel verstörend. Nun, geht nach Süden. Sie gingen in diese Richtung. Ganz egal, das war nicht. Jetzt muss Hitzig sich schon auf die Hilfe Sterblicher verlassen. Was ist nur aus mir geworden? Armer Beobachter, die Eindringlinge können nicht weit sein. Die Hülle hat sich noch nicht aufgelöst. Die Fährte führt weiter nach Westen, Sterblicher. Aller Welisa, Sterblicher. Die Widersprüche, die sie schaffen mussten, hängen schwer in der Luft. Die Fährte führt nach Westen. Geradewegs zum friedlichen Katalog. Oh nein! Sputet euch, Sterblicher!
Halt, Eindringling! Ich konnte eure Entschuldigung. Sie haben... Das Befragungsbecken? Ich kenne den Weg. Nur Hermes. Es ist, als sie entkommen. Eindringlinge im friedlichen Katalog? Welcher Unheil. Eines Krone dient Periete, aber befiehlt der verborgenen Sichel für Vermida zu arbeiten. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Die Invasoren haben das Siegel des Portals zertrümmert. Wir müssen ihnen... Das hatte ich befürchtet. Die Eindringlinge haben die heiligen Tränen aufgebraucht. Diese Portale führen zu Schreinen, an denen wir weitere heilige Tränen finden können. Es wird ewig dauern, den Katalog wieder in Ordnung zu bringen. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Die Sterblichen von Himmelsrand kennen das große Auge als Hermamora. Sammelt die heilige Träne. Zerschmettern. Hermora ist der Name des großen Auges unter den Khajiit. Sammelt die Träne, Sterblicher.
Seid vorsichtig. Traumschnitze und die verborgene Sippe. Sterblicher, lasst mich euch helfen. Die Aileiden nannten meinen Herrn Hirmamora. Schade, dass sie fort sind. Hände. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Nun gieß die Tränen in das Becken. Seht ihr, wie das Becken unser Ziel offenbart? Das friedliche Archiv. Eines der größten Repositorien für Hermeus Moras Glyphika. Wir müssen die Invasoren finden, Sterblicher. Jetzt weiß ich, wo wir die Erinnerung an den Traum finden, an den ich mich erinnert habe. Trotz eurer Vorlieben, Ruhl. Fürstin Vermina hat mir aufgetragen, Moras Diener zu bestrafen. Also tue ich das. Übertrieben und sinnlos. Doch ich habe, weswegen ich hierher kam. Ich breche auf. Tut, was ihr wollt. Ich kümmere mich um unsere Lauscher. Tisch. Ihr werdet mich anflehen, euch zu töten, Sterblicher. Minas Albträume kämpfen an meiner Seite, Sterblicher. Ein Hieb des Tentakels des Schicksals kann euch befreien. Ihr habt überlebt. Vielleicht wird dies doch eine Herausforderung sein. Wollen wir mal sehen, wie ihr mit einem Nachtschreck fertig werdet. Lasst euch von meinem Tentakel treffen. Unmöglich! Kein Sterblicher kann mich besiegen. Ich muss wohl diese Brücke für euch aktivieren. Es wäre leichter für uns beide, wenn ihr einfach schweben könntet. Torvesaat hat bereits auf das Wissen in dieser Glyphik zugegriffen. Wir sollten herausfinden, was sie enthält. Drei Folianten sind aus der Glyphik erschienen. Lest sie, Sterblicher. Fehlende Auge? Das ist eines, der Torvesaat glaubt, dass in der Ebene der Urpark diese Folianten gaben ihre Informationen nur widerwillig. Glyphika. Eines der die Eindringlinge. Einen Augenblick, ich öffne ein Portal. Wir sind nicht in unmittelbarer Gefahr. Und ich bin noch nie. Ihr wollt helfen? Mir? Lebt wohl. Wisset doch ihr uns gut. Ich kam, als ich es hörte.